Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei ETS 2 mit dabei der Black Fox. Hallo. Und der Timo. Moinsen. Ja, dann würde ich sagen. Auf geht's. Freie Bahn für Marzipan. So, bei mir muss es gerade wieder alles laden. Auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Nürnberg. Muss ich mir gleich aufschreiben. Was muss leiden? Wer muss leiden? Es gibt bei mir gerade Essen, das ist ein bisschen doof. Ja. Also bist du raus oder was? Leider. Zumindest kurz. Ja. Also musst du machen, wie du willst. Du kannst ja auch weiterfahren. Fahr ich einfach schnell dahin. Naja, ich fahr dann weiter. Ja. Ich kann ja schlecht jetzt die Folge hier, ne? Und so. Ja, schreiben und schreiben, irgendwas aufschreiben und gucken, wo man hinfährt, ist nicht drin, ne? Hallo? So. Kann das sein, dass ihr gerade mein Hallo gar nicht gehört habt? Nee. Doch? Ich hab nichts gehört. Oh, da muss ich ja nochmal Hallo sagen. Hallo Leute! Mein Mikrofon war nämlich, glaube ich, aus die ganze Zeit. Ja, super. Ich hatte mich nämlich gerade auch gewundert, dass ich irgendwie jetzt alleine moderiere. Geht doch nicht. Nee, mein Mikro war noch aus, weil ich doch gerade eben noch. Oh, jetzt werde ich nur angestupst. Wer stupst denn hier? Keine Ahnung. Ich guck mal eben nach. Da liegt irgendwas auf der Seele. Okay. Ja, wir treffen uns in Nürnberg. Jo, ich bin unterwegs. Dann kannst du die Seele baumeln lassen bei dem. Ich werde gemoved, glaube ich. Ja. Kann sein. Doch, gleich. Ja, ist ja kein Problem. Immer dasselbe. Ich soll mal eben zu Paddy. Immer dasselbe hier. Bis gleich. Jo. User left your channel. Immer dasselbe hier. Kaum sind sie da, sind sie auch schon wieder weg. Also ich muss sagen, dieses Mittelcockpit vom Scania gefällt mir persönlich nicht so einfach von den Durchschaltmöglichkeiten. Die gefällt mir beim MAN 50.000 mal besser. Aber allein das mit den rausstehenden Pötten. Also die Tuning-Möglichkeiten gefallen mir besser. Und wenn ihr auf die Rundumleuchte mal achtet oben, die strahlt von hinten blau. Die wird von innen angestrahlt. Ich habe ein 6-Gang-Getriebe drin und benutze nur einen. Kontraproduktiv. Finde ich zumindestens. Ja, ihr seht, wir haben uns auch das passende Wetter ausgesucht für, also die passende Tageslichtverhältnisse haben wir uns natürlich für euch rausgesucht. Ist ja klar. Ne? Da wollte ich den schön auf den Motor auflaufen lassen. Ist ja gerade keiner unterwegs.
Kann ich auch Fernlichter machen. Warum habe ich das Gefühl, der Trailer tänzelt hinter mir? Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, der tänzelt. Ich hab den aber schon drin. Eigentlich sollte er wieder hoch auf 60 gehen. Will er nicht. Will er nicht, hat er nicht, darf er nicht, oder wie ist das? Ne, tanken müssen wir mit dem Scania nicht. Ich habe auch sehr viel Blau hier drin. Ich fahr trotzdem kurz ran. Kurz ran. Wisst ihr Bescheid, so sieht das aus, wenn ich mal kurz ranfahre. Platsch. Weil meine Mannequins waren aus. Ich mag nicht, wenn meine Mannequins aus sind. Muss ich ehrlich zugeben. Meine Mannequins müssen an sein. Und hier ist auch bei weit und breit keiner auf der Bahn. Weit und breit. Aber das macht eigentlich nicht viel. Ich lasse ihn jetzt gerade mit Absicht einfach nur über den Motor runter. Ich würde mal gerne auf die Bahn kommen. Ich kann schön 80 rollen lassen. Wie viele Kilometer haben wir denn insgesamt? Ja, nicht mehr viele, dann kann man echt rollen lassen. Kann man ja wirklich ganz entspannt rollen lassen. Dass die Motorbremse so laut sein muss, ne? Und ich schaff's trotzdem nicht ganz rumzukommen. Ich bin einfach zu doof hier. Aber ich kann es mir eingestehen. Der Turbolader arbeitet wohl schön in dem Ding. Man hört ihn schön raus. Man hört ihn schön raus. Wieso ist der im fünften Gang von den Umdrehungen her fast genauso hoch wie im sechsten? Dürfte eigentlich nicht. Ja! Yeah. Es war zu viel Licht ausgemacht. Dup-di-dup-di-du. User was moved to your channel. Und da bin ich wieder zurück. Jo. Wo war ich jetzt gleich stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Toll, jetzt bringt er mich schon aus dem Konzept hier. Ja, kein Problem, immer wieder gerne. Na, war mir klar.
Ein bisschen weiter rüber. So weit. Hallo, Gedaumerat? Tuka, 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 tuka. Ja. Mann, ich bin leer, da darf ich 100 fahren. Wieso darf ich keine 100 fahren? Geht nicht. Gelockter Server. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also zumindest nicht, wenn man gerade auf meine Tachonadel kurz geguckt hat. 110. Damit schon Gas gegangen. Wenn euch mal einfällt, so in den Kommentaren, was für ein Fahrzeug ich mal fahren soll. Oder ihr, was ihr möchtet mal, was ich fahren soll im Multiplayer oder auch im Singleplayer. Schreibt es mir gerne mal in die Comments. Ich weiß, die meisten wollen mich dann doch mal in Renault sehen, allein um mich zu ärgern. Aber toi toi toi, bis jetzt bin ich um Renault glücklicherweise drumherum gekommen. Nee, gar nicht. Ich bin schon Renault gefahren. Meine ich. Sicher bin ich mir gerade nicht. Also, wenn du Tempomat mal hochschaltest, da ist nichts gelockt. Willst du mich drollen? Ich gebe hier gerade Plattgas und komme nicht über 90. So, sind wir da. Jo. Dann mach dich mal Fly Fly to the Way oder so. Nee. Geht im Multiplayer nicht. Was? Vollgas? Ich bin auch gerade eh offline. Vollgas geht. Auch im Multiplayer. Was meinst du? Ich bin gerade eh offline gekickt wegen. Naja. Ach, dieses Spiel. Go to, wo fahr da hin? Nürnberg. Nürnberg. Und treffen wir uns dann Nürnberg Ding und so wie immer. Ja, und dann? Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da importen kann, weil ich jetzt gerade offline bin, da müsste es ja eigentlich gehen. Ne, das ist nicht schade. Hab ich schon die Werbe. Gut, dann gehe ich einmal kurz Single. Und den Auftrag weglaufen. So, Pappenheimer wieder unterwegs hier, ne? Ich check mal meine Einstellung, vielleicht liegt es ja daran, dass ich gelockt bin. Es könnte sein. Wie lange willst du heute aufnehmen? Bis wir fertig sind. Aha. Pops. Ja, das war die Einstellung. Habe ich mir gedacht. Ja, aber das war's schon mit dieser Folge von Frankfurt nach Nürnberg.
Gehabt euch wohl, liebe Leute. Und ich würde dann sagen, tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.